Nur ein paar hundert Meter entfernt von unserem Sender Sport 1 ist ein Riesenacker. Und da findet alljährlich der Christbaumverkauf statt. Und uns war aufgefallen, dass sämtliche Bäume immer noch eingepackt da lagen. Und wir gedacht haben, okay, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir gehen einfach hin und nutzen unsere Chance und verkaufen das Darts-Equipment. Wir waren unten im Sport 1 Lager, das natürlich gefüllt ist mit diesen Dartboards und mit den Phrasenschweinen. Und da lag dann plötzlich dieses Nikolaus-Kostüm herum. Das mag ein bisschen beknackt aussehen, aber es ist natürlich ein Hingucker und das hält warm und die Mütze sieht immer gut aus, wenn man sich die anzieht. Und zieht die Menschen natürlich auch an. Hab schon 3, 4 Boards einfach vertickt. Das ist eine sensationell gute Idee. Die Nachfrage war erstaunlich hoch. Das sind viele, sind angehalten, mit dem Auto reingekommen und haben nachgefragt, was macht ihr da? Und dann war ihnen noch ganz schnell klar, dass es wegen der Darts-WM ist. Weltmeisterschaft, Darts? Keine Ahnung, Dart-WM, 18.12. Du hast genau recht. Ich meine, wie viel haben wir davon verkauft? Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir 400-500 Dartboards eingeladen. Wir waren mit 501 waren es, ja. Das gibt's auch original verpackt, das ist nur ein Ausstellung. Das hat vielleicht 180 Minuten gedauert und da waren wir schon fertig. Und ganz am Ende kam ja auch noch der eine vorbei, der das ganze Set abkaufen wollte. Und da habe ich gesagt, alles klar, nimm das mit nach Hause, game on. Großes Ganzen schmücken, du kannst alles dranhängen, hängen die Kugeln dran und zelebriert das, feiert das. Good Darts! Good Darts, game on! Wenn ihr also auch irgendeine verrückte Idee habt, wenn ihr auch einen Christbaumverkauf habt oder was weiß ich, auf dem Weihnachtsmarkt oder wie auch immer, schickt uns euer Video. Macht es zunächst und schickt es uns dann an WhatsApp und das Ganze über die Nummer 0171 180 180 7. Wir freuen uns drauf.